Ein Hallo und willkommen zur Rodin News Showbox. Wir starten eine neue Runde Storybook Brawl. Das letzte Mal bin ich mit meiner Strategie nicht ins Übereine gekommen. Irgendwie habe ich mich komplett verspekuliert. Eigentlich wollte ich den Baum einsetzen, aber in der Hektik des Geschehens habe ich den komplett übersehen. Ich habe nicht gewusst, was ich erst machen soll. Und deswegen sind wir nur Zweiter geworden. Es war definitiv ein Sieg drin das letzte Mal. Ich hoffe und versuche weiterhin so erfolgreich zu spielen, dass wir immer unter die ersten drei kommen. Natürlich wird es auch mal vorkommen, dass wir Fünfter, Sechster oder Siebter werden. Auch Achter. Aber so langsam aber sicher denke ich, dass ich den Bogen ein bisschen raus habe. Ein bisschen. Natürlich die perfekten Strategien, die weiß ich noch nicht. Okay, da haben wir den Cursed King, mit dem haben wir noch nie gespielt. Wir bekommen ein plus Gold, aber jede Runde einen Schaden. Den haben wir noch nie gespielt. Sollen wir den mal spielen? Uns fehlt nicht mehr viel. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das innerhalb 20 Folgen. Da muss ich aber gut spielen. So, wir warten noch auf die anderen Spieler, die ihren Helden wählen. Anders da gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Lass mal das Ganze mal so. So, wir haben jetzt vier. Können uns Cinderella und das Pony kaufen. Aber wir haben keine guten Charaktere. Deswegen müssen wir das so machen, leider. Das ist einfach keine gute Auswahl. Da werden wir auch definitiv wieder verlieren. Ja, unentschieden. Können wir uns das Ei kaufen? Einfach nur, um zu gewinnen, diese Runde. Ja, ich denke, das müsste einigermaßen drin sein, dass wir eventuell gewinnen. Musk. Gibt ihm übelst auf die Mütze und wir bekommen einen zufälligen Charakter hier. Wenn einer überlebt, bekommt er plus Attacke. Dann haben wir hier noch, wenn er jemanden slayt, dann
Der muss 3 Feinde slayen, ne? Wir müssen definitiv einen Zauber sprechen. Dann locken wir mal den. Darkwood Keeper. Okay, versuchen wir das mal so. Oh, der scheint stark zu sein. Er hat einen geslayt, immerhin. So, wir können die Kosten reduzieren. Dann kostet er nur 2. Aber ich will hier drin eigentlich nur ihn kaufen. Ein Gold für 2 Schaden. Komm, wir kaufen uns das. Jetzt bekommen wir einen extra Schatz. Unsere Bäume. Haben wir Bäume? Wir haben doch keine Bäume. Ah, das ist ein Baum. Das ist auch ein Baum hier. Und dann kaufen wir uns das Chicken. Lock ihn mal. Für die nächste Runde. Uiuiui. Ganz schön stark. So, das Ei ist geplatzt. Oh, shit. Unglaublich. Das war eng. Wir kaufen uns mal die Katze, verkaufen den Gockel. Wenn wir gewinnen. Oh ja, das ist definitiv gekauft. Und kaufen immer noch. Mehr Leben für dich. Müssen wir das machen, glaube ich. Ja. Yep. Das wird sehr schwer, gegen sie zu bestehen.7 Schaden. Er hat sich entwickelt, wir bekommen einen 3er Schatz. Both players attackers have. Aha. Wir holen uns mal das hier. Dann können wir Summon a Sheep. Okay, dann weiter. Okay, da haben wir Lancelot. Oder hier den Slayer.
Give your mages. Nee, der behalten wir so. Ah, das wird schwierig. Was ist das denn? Okay. Das war eine Bonusrunde. Julia. Wenn der jemanden slayt. Turn an evil character to a good character. Oh, sehr schön. Characters in the front row have 3 attack. Wir machen das mal. Einen zufälligen Zauber sprechen zu Beginn. Und dann kaufen wir uns den noch. Und das soll es gewesen sein, glaube ich. Wenn der jemanden slayt, ne, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Lancelot. Gegen Merlin. Uiuiui. Wow, ranged. Sehr schön. Wunderbar. Okay, wir können definitiv hier 2 aufleveln. Ich glaube, das machen wir auch. Hier ein Level 2 Schatz. Den skippen wir, weil wir hier den Level 3 Schatz nehmen. Your Slay Characters. Das nehmen wir. So, und wenn nehmen wir jetzt noch mit rein, wir haben noch genügend Gold übrig. Noch 23 Sekunden. Oha. Wir haben gar nicht so viele Evil Charaktere. Ja, ich glaube, das müssen wir so lassen. Böse, böse. Hat tatsächlich gewonnen. Weil wir unseren Puppy falsch gesetzt haben. Wir brauchen nur 2 Kopien, um ihn zu upgraden. Dann machen wir noch einmal
Sollen wir uns ihn kaufen? Nee. Wir haben genügend Auswahlmöglichkeiten. Aber es kommt einfach nicht den, den wir brauchen. Kommt nicht. Aber wir haben kein Gold mehr. Gut, machen wir eh noch um 3. Wow, die Katzen werden extrem stark. Krasser Shit. Das hat mich jetzt ein bisschen überrumpelt. So, ein 5er Schatz. Okay, wir können den letzten Charakter upgraden. Machen wir mal die hier. Für den hier. Dann ist immer hier der Charakter geupgradet. Jetzt brauchen wir aber nur noch einen guten Charakter. Der hier nicht kommt. Ich bekomme keinen 5er hier. Das ist ein 5er, den ich nicht will. Machen wir mal ihn hier rein. Puppy. Wunderbar. Kaufen wir sie mal noch, einfach dass wir das Geld verbrauchen. Oh, das wird nicht gut. Nicht gut. Uiuiui. Extrem stark. Ah, unglaublich. Das verkrafte ich jetzt nicht. Wir sind 5er geworden. Es war eigentlich ein gutes Deck. Bloß die Gegner haben ein besseres Deck gehabt. Ja, die hintere Reihe, die war einfach zu schwach. Die war zu schwach. Unsere Sprüche waren einwandfrei, würde ich sagen. Naja. Mal wieder einen Platz in den hinteren Ring. Das nächste Mal geht's wieder weiter. Ich streng dich weiter an, würde mich weiter freuen, wenn du dabei bleibst und supporten würdest. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Bye, Storybook Pro. Mach's gut. Ciao. Habt eine gute Zeit. We'll be right back.